Mrs. Wimmer Force? Ja? Ich hörte gerade, Sie haben Zimmer zu vermieten. Ein paar Freunde und ich kommen oft zu Kammermusik zusammen. Und nun hatten wir immer nicht so recht einen Raum zum Üben. Gut, dann nehmen wir einfach dazu. Können Sie sich nicht vorstellen, dass Mrs. Wimmer Force kein notwendiges Übel ist bei unserem Plan, sondern das Hauptstück? Wer garantiert uns denn, dass sie alles richtig macht, wenn sie nicht mal weiß, was sie tut? Mrs. Wimmer Force müsste wohl aufkreuzen, so ungefähr jetzt. Ist das vielleicht gar nichts? Verzeihen Sie, vielleicht möchten Sie und Ihre Freunde gerne etwas Tee? Tee, Kaffee, Kammermusik, Krankenschwester für den Papagei. Wir müssen hier verschwinden. Wie willst du die denn alle entführen? Mit dem Omnibus vielleicht? Wunderbar ist die Aussicht. Wir müssen was unternehmen. Ihr könnt euch doch denken, dass sie nun Bescheid weiß. Wie wär's mit Selbstmord? Ich kann das nicht tun. Du steckst doch genauso in der Sache dran wie wir. Versuchen Sie jetzt wenigstens eine Stunde lang, sich zu benehmen wie Gentlemen. Aber der Plan war gut, mit Ausnahme des menschlichen Faktors.